15 Uhr. Auch herzlich willkommen an Gästetrainer Steven Jones und an unseren Cheftrainer Michael Wieselmann. Und wir haben die ersten Worte an die Gäste. Herr Jones, was sagen Sie zu dem Spiel heute? Zunächst mal Glückwunsch an SV Elversberg. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich, 5-0. Deutliches Ergebnis, verdientes Ergebnis und von daher brauchen wir da gar nicht groß zu diskutieren oder in die Analyse zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, mutig zu pressen am Anfang. Elversberg wollte man ein bisschen überraschen. Das hat nicht funktioniert, wir waren immer einen Schritt zu spät. Sind dann folgerichtig 1-0 hinten gelegen. Haben das versucht ein bisschen zu korrigieren. Ich glaube, wenn wir mit dem 1-0 in die Halbzeit kommen, können wir dann nochmal nachjustieren und dann bin ich gar nicht so hoffnungslos, dass wir da ein besseres Ergebnis erzielen können. Dann können wir aber den Eckball nicht verteidigen, liegen kurz vor der Halbzeit, 44. 2-0 hinten. Und dann müssen wir auch clever sein. Wir haben viele angeschlagene Spieler, verletzte Spieler, einen dünnen Kader, viele Spieler mit der vierten gelben Karte. Und dann war es einfach so, dass wir dann nicht mehr gepusht haben und auch gesagt haben, es wird jetzt hier schwer. Elversberg hat erst einmal zu Hause verloren. Und von daher, gegen so eine Mannschaft, dann wirst du das nicht mehr drehen. Also du hast nicht alle Tage Liverpool gegen Dortmund, da musst du realistisch sein. Von daher Glückwunsch, Elversberg ist eine Top-Mannschaft und steht irgendwo auch verdient da oben, ist okay. Vielen Dank. Wie sieht dein Fazit heute aus? Ja, ich bin natürlich hochzufrieden. Ja, 3 Punkte waren heute für uns wie immer Pflicht. Das Einzige, was ich so kritisieren könnte, war, ja, wie so oft am Anfang, die Abschlussqualität. Ja, das ging mir nicht auf den Platz, um mal die erste Chance zu nutzen. Das ist in vielen Heimspielen so. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir genau da stehen, wo wir stehen. Ja, da bin ich ganz zwei, aber genau mit den Punkten. Ja, weil wir uns einfach zu wenig belohnen. Wir haben richtig klasse Fußball gespielt. Die ersten 10, 15 Minuten Spielfreude auf den Platz gebracht. Aber ja, sollten uns da einfach mehr belohnen. Wir haben aber auch zum richtigen Zeitpunkt ein Tor gemacht. Auch nachgelegt vor der Halbzeit, der Kollege hat es richtig gesagt, das war natürlich schon für uns wichtig, um das Ganze zu beruhigen. Und ja, die zweite Halbzeit, schnelles 3-0 gemacht, dann hat die Mannschaft das klasse runtergespielt. Ja, das sind 3 Punkte, wir haben was fürs Torverhältnis getan, ja, das war auch wichtig. Ich glaube, mehr gibt es halt nicht zu sagen. Bitte das Verletzen von Matze Kunz, müssen wir gucken, was da rauskommt. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und ja, müssen wir morgen den Tag abwarten, was da rauskommt. Ansonsten für uns ein gelungener Tag, ein schönes Spiel, Zuschauer waren zufrieden. Und wir haben uns den zweiten Platz wieder zurückgeholt. Von daher alles in Ordnung. Danke. Vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, haben wir auch ein Mikrofon noch bereit liegen. Da vorne. Welche Rolle hat die Dreierkette in deinen Planungen der Marschrichtung gespielt oder ist es nicht aufgegangen? Ja, einen Gegner angeguckt, haben studiert, haben überlegt, wie können wir am besten verteidigen gegen so eine Mannschaft und dann kommen wir hierher. Ich glaube, 5 Änderungen in der Aufstellung und dann hat es, wir haben die ganze Woche darauf hingearbeitet, auf ein anderes System. Dann wussten wir schon, wie wir die Aufstellung gesehen haben, das wird jetzt ein 4-2-3-1 und nicht das, was wir erwartet haben. Und dann haben wir das versucht, in der Kürze der Zeit anzusprechen, wie wir uns da verhalten müssen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir vielleicht zu spät drauf reagiert oder wie auch immer, ist immer schwer, ja, wenn man sich eine Woche intensiv vorbereitet und dann ist es anders. Und wie gesagt, wenn wir in die Halbzeit kommen, glaube ich, können wir das korrigieren in irgendeiner Form und können einen größeren Kampf abliefern und so war es dann einfach auch schwer. Noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann komme ich noch zu den weiteren Ergebnissen vom 28. Spieltag. Bereits am Freitagabend hat Eintracht Hill gegen Meißen Kassel gespielt, 4-0. Und gestern Astoria Waldorf gegen Ballinger SC 0-3. Kaiserslautern 2 gegen FC Hamburg 0-1. Sammel 5 gegen Steinbach 0-4. SV Spielberg gegen Pirmasens 2-0. WKLs gegen Saarbrücken 1-1. Waldhof Mannheim gegen Freiburg 2-3-0. Und die zweite Partie von heute, Hoffenheim 2 gegen Kickers Offenbach 5-1. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen fürs Kommen, wünsche noch einen schönen Nachmittag und Ihnen noch eine gute Heimreise.